Liebe SM-Fans, ich habe meinen Vertrag bis 28 verlängert. Freunde, Handballfreunde, SCM-Fans, das ist die Knallernachricht des Tages gewesen heute. Ich bin auch in die Halle gekommen, können wir ganz transparent machen. Und mir wurde nur gesagt, Chevan, irgendwer möchte eine persönliche Mitteilung machen nach dem Spiel. Während des Spiels wurde mir gesagt, es wärst du, Gisli. Und mir wurde nicht gesagt, worum es geht. Und wir haben alle gedacht, du möchtest einen Heiratsantrag machen oder sonst irgendwie was. Wie ist die Genese? Wie ist es dazu gekommen, dass du das selber verkünden wolltest? Ja, weil ich wollte das einfach persönlich halten, weil und ich wollte das auch nur nach dem Spiel, wenn wir würden gewinnen und ja, hat geklappt und war einfach sehr emotionaler Moment für mich nach dem Sieg und ich bin einfach dankbar und stolz. Als ich gehört habe, dass du es bist, habe ich gedacht, na, Gisli hat sich vielleicht ein paar Sätze zurechtgelegt, aber wie es für einen Isländer sich gehört, genau einen Satz hast du dir zurechtgelegt. Ich habe bis 28 verlängert. Das war ganz großartig. Die Schwarzmaler, die Menschen, die die Foren vollschreiben. Ich weiß gar nicht, was man alles in den letzten Monaten über deine Person auch lesen konnte und über einen möglichen Verbleib in Magdeburg oder eben nicht. In Paris sind Menschen beobachtet worden angeblich, die damit verhandelt haben über dein weiteres Fortkommen. Barcelona und so weiter. Fast jeder Verein in Europa wurde mit deinem Namen in Zusammenhang gebracht. Warum Magdeburg? Warum bleibst du hier? Weil erstmal die Stimmung, die Fans, die Dieses Team, alles, was hier in diesem Team ist, ist einfach ja, für mich Weltklasse. Und ich möchte auch weiterhin die Entwicklung machen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und einfach weiter Titel zu gewinnen. Und SCM ist einfach ein besonderes Verein und das Herz schlägt einfach grün-rot. Das hört sich großartig an und erinnert mich an einen Ausspruch, der so ähnlich war. Handball ist Magdeburg, Magdeburg ist Handball. Vom großen Joël Abbaty. Ich weiß gar nicht, ob du den jemals live hast spielen sehen. Welche Beziehung oder welche Bedeutung hat die Beziehung zu Bennett Wiegert, zum Chefcoach? Ja, natürlich groß. Ich und Benno kommen ganz gut klar zusammen und wenn es natürlich gut läuft. Und ich bin einfach, ja. Ich bin natürlich auch dankbar zu Benno und zu diesem Verein. Als ich meine schwere Schulterverletzungen hatte, dann nach meinem ersten Spiel in Flensburg, wo ich meine Schulter ausgekugelt habe, dann ging es eigentlich 2-3 Wochen nach dem Spiel und die wollten unbedingt mit mir verlängern. Und da, als ich verletzt war, ist das einfach, ich kann es einfach kaum beschreiben, wie viel das mir bedeutet hat und und das Verein hat alles für mich getan und ich möchte das weiter gegen so machen. Es gibt Beispiele für Menschen, die so eine Aktion wie mit der Vertragsverlängerung während einer Verletzung vergessen hätten. Du hast es nicht gemacht, das ehrt dich, das ist Wahnsinn und was Besonderes im Profisport. Nur noch auch meine Einschätzung zur nächsten Saison hat auch was damit zu tun, wie viele Spieler noch zu uns kommen, wie die Mannschaft ist. Man hat so den Eindruck, der ist mit dem befreundet und der ist mit dem in der Nationalmannschaft unterwegs. Das wird schon so ein bisschen eine ziemlich professionelle, aber lustige Klassenfahrt, die da in der nächsten Saison auf uns zukommt. Hat das auch eine Rolle gespielt? Ja, und diese Saison natürlich auch. Also wir haben einfach, in meiner Meinung, einfach Weltklasse-Mannschaft. Und wir können Druck auf alle Titel machen in die nächsten Jahren und die Titel will ich natürlich gewinnen und weiterhin da ganz oben bleiben. Wussten deine Mitspieler heute davon?
Ja, das habe ich vor unserem Video heute die Jungs gesagt. Was ist denn da passiert? Haben sie gesagt, du musst jetzt eine Banane für alle ausgeben oder einen Fruchtschott oder irgendwas? Wie war die Stimmung? Beschreib doch mal. Ja, nee, war einfach schöne Stimmung und für 10 Sekunden und dann einfach werte Konzentration auf das Spiel natürlich. Es war schwer. Ich habe heute sehr viele auch Menschen, die nicht so emotional sind, gesehen, die so eine kleine Träne im Auge hatten. Selbst du habe ich hatte den Eindruck, das war ein bisschen feucht in den Augen. Ja. Würdest du das bestätigen vor der Kamera? Vielleicht ein oder zwei. Vielleicht ein bisschen, okay. Was für eine schöne Nachricht heute hier, was für ein großartiges Interview mit einem famosen Sportsmann, der bis 2028 in den Farben des SC Magdeburg laufen wird. Na klar, könnten wir jetzt noch über diesen grandiosen Heimsieg sprechen, aber warum denn? Wir haben nachher noch eine Pressekonferenz und die Zusammenfassung bei den Kollegen vom Fernsehen werdet ihr auch sehen. Jetzt ist auf jeden Fall auch erstmal ein Dankeschön. Ich weiß nicht, hier stehen so viele Leute ringsrum. Macht ihr nochmal Applaus für Gisli Christiansson. Dankeschön, nur der SC Magdeburg.